Guten Tag, meine Freunde. Ich zeige euch in diesem Video, wie man Vegas Pro 10 crackt. Und zwar habe ich hier eine 32-Bit-Version, aber ich würde die auch für 64-Bit raten, weil die von den Plugins her unverbuggt ist, also besser läuft. Und ja, da wollen wir auch gleich mal loslegen. Ihr entpackt erstmal die heruntergeladene Datei. Link ist in der Beschreibung. Und starten wir erstmal Vegas Pro, den Installer. Wählen hier Deutsch aus. Wählen aktuelle Version installieren. Machen Häkchen hier rein. Verknüpfung möchte ich auch haben. Dann installieren. Jetzt warten wir kurz. Das auch auf. Ja. So, dann drücken wir auf Fertigstellen. Starten wir Vegas Pro Patch als Administrator. Klicken hier auf das Plus. Wählen. Also wir gehen dann auf unsere Installationspfad. In dem Fall hier Sony. Wählen Vegas Pro 10 aus. Klicken auf das Plus. Und drücken auf Crack Me. So, wenn hier Enjoy steht, klicken wir auf das X hier. Starten wir Sony Vegas 10 Keygen. Sorry, wir starten das als Administrator natürlich. So, und jetzt klicken wir hier auf Vegas Pro 10, 32 und 64 Bit. Klicken ein paar Mal auf Generate. Ja. Nun starten wir von den Vegas. Den. Klicken auf Weiter. Dann tragen wir hier die Seriennummer ein. Weiter. Von einem anderen Computer aus registrieren. Weiter. Weiter. Könnt ihr euch was einfallen lassen? Dann müsst ihr einfach ein Häkchen reinmachen und auf Weiter klicken. Speicher ersetzen, ja. Dann weiter. Und nehmen wir hier das hier. Kopieren das hier rein. Unser Authentication Code. Klicken auf Fertigstellen. So, nun sehen wir hier, dass sich Sony Vegas startet und das war's dann auch eigentlich schon. So. Mehr gibt's dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Vergiss das Video nicht zu bewerten und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Ja.